herzlich willkommen zu Folge 9 von City Skylines. So, wir waren stehen geblieben bei einzigartigen Gebäuden. Die habe ich alle. Hier fehlt noch eine ganze Menge. 5000 Quadratmeter mit Touri-Spezialisierung gebaut. 5000 Quadratmeter mit Freizeit, also diese Partygebiete, wo man dann Party machen kann, gebaut. 5000 Fahrgäste mit Taxis transportiert. Und nach Bauen sie angeschieht, das wird noch machbar sein, aber das würde noch interessant werden. Das sind ja die speziellen Gewerbegebiete von After Dark. Und dann hier haben wir noch eine ganze Menge. 200.000 Einheiten Schnee bedecken die Straßen. 1.000.000 Einheiten Schnee gesammelt. Wöchentliche Bildungsausgaben 30.000. Weihnachten schließen sie 20 Instanzen von Straßenbahnlinie ab. Oh mein Gott. Heizen sie ausschließlich Geothermie. Fahren sie Schlittschuhbahn. Okay, haben wir. Bauen sie 5 Instanzen von Geothermie-Heizkraftwerk. Füllen sie eine Schneedepotie. So, dann. Hier das noch. Füllen sie 3 Instanzen von Friedhof. Hier habe ich alle. Bauen Sie Flughafen, bauen Sie Wasseraufbereitungsanlage, bauen Sie 20.000 Quadratmeter Gewerbegebiet, bauen Sie 5.000 Quadratmeter mit biologischer lokaler Herstellungsspezialisierung. So, also manches kann man ja noch an sich ganz einfach machen, allerdings würde ich sagen, wir werden irgendwo ein riesengroßes Gewerbegebiet bauen, da mache ich dann alle 3 rein. Die biologische Herstellung, die Touris und die Partys, damit ich, wie gesagt, sowohl die 3 Auszeichnungen bekomme, als auch durch die vielen Gewerbegebiete möchte ich diesen Business Park, also das Ding hier. So, dann was brauchen wir noch? So, Flughafen muss ich mir noch freischalten, Wasseraufbereitungsanlage muss ich mir auch noch freischalten, aber wenn wir sie erstmal freigeschaltet haben, reicht es einfach, wenn wir die Dinger bauen, das ist recht einfach. Füllen Sie 3 Instanzen von Friedhof. Eigentlich sehr schade, weil ich ja den Gravenator da sehr mag, aber dann muss ich den leider ausschalten. Und durch klassische Friedhöfe ersetzen 1. Weg von der Stromleitung am besten. 2. Und 3. Mist, jetzt habe ich den natürlich fernab gemacht. Jetzt kriegt der natürlich keinen Strom. Jetzt kommt bestimmt gleich das Blitzsymbol. Dann baue ich hier einfach mal hier hin. Ja, Blitzsymbol. So. Dann haben wir 3 Friedhöfe. Jetzt müssten wir eigentlich nur warten, bis die voll werden. Und dann hier, was hier passiert. Ich glaube, von denen habe ich auch schon alle, aber das werden wir nochmal checken, wenn ich 11.000 habe. Vielleicht haben wir die aber auch schon eher als. Ich denke, weil wir haben immer noch einen Mörder. Eine Mörder-Nachfrage nach Gewerbegebiete. Nee, nach Wohngebiete. Gewerbegebiete werden jetzt nicht mehr nochmal hier reingebaut, sondern ich würde sagen, ich gönne mir ein bisschen Fläche und werde dann dahin meine. Wie komme ich jetzt? Ah ja. Mein mega Touri biologische Herstellung, was weiß ich nicht, alles Gewerbegebiet hinbauen. Ja, dann was ich jetzt auch noch machen wollte, ist, für eines brauchen wir doch 200.000 Einheiten Schnee. Ich würde sagen, da schalten wir die Schneedeponie fort aus und warten einfach, bis die Anzahl Einheiten auf den Straßen liegt. Ich meine, das schneit ja eh. Und dann, wenn wir die wieder anschalten, weil ist auch schon zu 94% voll. Sobald die komplett voll ist, haben wir uns hier auch das andere Gebäude freigeschaltet. Jetzt müssen wir das erstmal planen, da würde ich sagen, hierhin kommt ein Autobahnanschluss und dahin auch, also 3 Hauptstraßen. So. So und
So, ja, das wird ein großes Gebiet, das wird locker so groß. Alter, wie die keine Arbeiter kriegen. Wo ist denn euer Problem? Ah ne, jetzt ist wahrscheinlich wieder der Fall, dass die schon so gut gebildet sind, dass die da drin nicht arbeiten wollen. So gut sind die gar nicht gebildet, müsste doch locker noch geben, vor allem die Leute kommen ja nicht in die Grundschule. War ich nochmal eine hin. Na gucken, haben wir die Einheiten Schnee schon auf den Straßen liegen? Hier sind die Touris, hier ist Winter. Na Mist, es stagniert. Aber doch jetzt, ich spule mal vor, man sieht, langsam aber sicher nimmt es zu. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich hier irgendwie noch zusätzliche Straßen bauen muss. Aber wir sind keine große Kleinstadt mehr, sondern eine kleine Stadt. Und wir können uns Züge bauen on the Monorail und selber. Monorails sind eigentlich ganz cool, weil die sehen erstens schick aus. Zweitens, ich bin Simpsons-Fan, also deshalb mag ich die eh. Aber die machen wirklich einen heiden Lärm. Und das tut den Leuten nicht gut. Jetzt haben wir jetzt den ganzen Kram hier freigeschaltet. Ach ja, den Staudamm haben wir jetzt auch freigeschaltet. Ach ja. Ich habe ja gesagt, ich wollte eventuell einen Staudamm bauen. Ich glaube, das geht aber nicht, weil da der Kanal unten drin ist. Ja, auch ist bereits bildet, natürlich. Ich baue jetzt mal einfach mal hier so zum Spaß einen Staudamm, auch wenn der jetzt keinen Strom produziert. Einfach nur mal, um zu zeigen, was der macht. Ja, ich wollte ja. Die haben wir es noch nicht freigeschaltet. Ich hätte gedacht, eventuell hätten wir schon die verbesserten Kläranlagen freigeschaltet, weil man sieht, das Wasser hat eine leichte Restverfärbung. Obwohl das hier die sauberen Endrohre sind und nicht die geschmutzigen. Aber hier passiert irgendwie nichts. Normalerweise müsste da hinten den See aufstauen. Naja, das ist gerade deshalb so doof, weil. Naja. Da kein großes Gefälle drin ist. Würde ich sagen, baue ich mir hier unser Monster-Gewerbegebiet fertig. Guck mal, die Skylines hat die Straße nicht gebaut, sondern hat hier aus dieser normalen Straße einfach mal eine Brücke gemacht. Was doof ist, weil die Brücken kann ich nicht bauen. Aber dafür gibt es eine Lösung. Ich wähle die Straße und sage, bitte mach es geerdet. Und zack, schon funktioniert es. Das ist der Vorteil an diesem Mod Fine Road Tool. Ich glaube, der ist Fine Road Tool, habe ich rausgefunden. So, dann baue ich jetzt mal eine Strandstraße, die unser Gewerbegebiet umranden. Dann nehme ich am besten hier diese mittelgroßen Alleen. Und ein Gleis für die Straßenbahn brauchen wir natürlich auch noch. Damit die Straßenbahn vielleicht. Wenn ich eine zweite Linie mache, die irgendwie von. Warum ist das jetzt ein Industriegebiet? Dass die irgendwie von da runter fährt. Obwohl, nee, warum baue ich mir eine Straßenbahn? Ich kann doch schon U-Bahn bauen. U-Bahn sind mir ja eigentlich noch viel lieber als Straßenbahn. Ja, dann wird das unser nächstes Projekt. Ich würde sagen, zuerst bauen wir das mal und man sieht, selbst da ich den Damm nur kurzfristig angelegt habe, fällt hier schon das Flussbett trocken. So. Hier nochmal den Rand. So, das wird aber eine Mega-Fläche, müsst ihr schon suchen. Müssen wir gleich gucken, dass wir die exakt dritteln. Und ein paar weitere Hauptstraßen so mittendurch könnten wir vielleicht auch gebrauchen. Bevor der Rest mit
kleineren Straßen verfeinert wird. Und ich frage mich, ob ich auch bald, wie gesagt, irgendwo einen Bahnhof bauen kann, dass die Züge kommen. Ja, hier ist das Gleis. Können wir gleich hier noch so einen Bahnhof bauen. Ich baue ja einfach an den Ecken und Kanten mal Hauptstraßen. Und wir haben schon sämtliches Geld für diese Straßen ausgegeben. Das ist doch super. Gucken wir mal weiter bei dem Gebäude Stufe 6. Ja, ich habe alle freigeschaltet, auch wenn da jetzt ein großes Nicht-Zeichen drauf ist. Das Nicht-Zeichen sagt nämlich nur, dass wir nicht genug Geld haben. Nicht freigeschaltet heißt lediglich, wenn das so, naja, schwarz ist. Haben wir schon die nötigen Einheiten Schnee? Natürlich nicht. Jetzt können wir nur weitere Straßen bauen und auf den nächsten Schneefall warten. Na gut, ich baue ja gerade neue Straßen, insofern ist das hier nicht so tragisch. Mit Papier die großen Straßen können wir vielleicht auch noch verlängern. Ich merke gerade wieder, dass ich schon wieder zu langsam bin. Das ist nämlich leider immer so, dass nach einem Meilenstein, egal was man erreicht hat, wird man von Stufe 3 oder 2 immer direkt auf die 1er zurückgeworfen. Ich habe selber keine Ahnung warum. Ah, hier haben wir auch wieder das Problem, dass hier alles verbrückt wird. Also wird hier mal gleich. Aber dazu habe ich ja Fine World Tool. Auch einmal ist nicht genügend Geld. Das regt einen auf. Und auch die verlassenen Gebäude, die regen einen auch auf. Wenn man wirklich alles tut, um dieses Problem zu beheben. Und irgendwie die Leute trotzdem nicht arbeiten. Ich frage mich, wie viele Arbeitsplätze schafft diese Stadt? Und mittlerweile arbeiten mehr Leute drin. Gucken, wie schaut es denn aus? Verfügbare Arbeitsstellen 6.000, angestellte Bürger 5.000, also okay, die Hälfte der Stellen ist unbesetzt. Ich guck mal bei den Stadtstatistiken. Beschäftigte in Prozent sind eigentlich alle beschäftigt. Verfügbare Arbeitsplätze steigt stetig, aber die Bevölkerung steigt ja auch stetig. Also, und es kann ja auch nicht jeder arbeiten. Ich meine, es gibt ja noch Kinder, Jugendliche und Senioren. Meine Lieblingsgruppe von City Skylines Stadtbewohnern. Weil die machen wirklich nichts anderes als rumhocken und wenn sie sterben, dann in Massen. Aber naja, es sind Einwohner wie andere auch. Ich könnte mir noch nicht sagen, dass hier irgendwas nicht falsch ist. Ich habe hier nur geringe Nachfrage nach Wohngebieten und trotzdem beschweren sich die Firmen nicht genug Leute. Ja, man merkt hier, die Ölindustrie, da läuft's. Aber in der Ölindustrie, das sind auch, arbeiten viele gebildete Leute. Wir haben auch am meisten gebildete Leute in der Stadt, also die Gelben. Wir brauchen gerade die Öl, die Gelben. Und hier, die brauchen die Roten. Kein Wunder, dass sie keine Arbeitskräfte finden, wenn die nicht sich hochstufen können. Ich hoffe, dass sie sich bald hochstufen, weil dann bilden die bessere Arbeitsplätze. Nur blöd ist dann, wenn dann mal eins, keine Ahnung, niederbrennt oder so und dich dann wieder hocharbeiten muss, weil dann kriegt es ganz zu Anfang keine Arbeiter, weil er keine arbeiten will, wegen der Bildungsstufe, die ich hier schon erzählt habe. Weil man ja, wie gesagt, nur bei den Besten arbeiten will. Aber dann stelle ich die am besten mal auch aus mit Feuerwehr. Man braucht ja extra viel Feuerwehr in den Industriegebieten, weil aus irgendeinem Grund ist ja die Industrie so schrecklich feueranfällig. Polizei und Krankenstation baue ich gleich noch neben dran. Kaufen Sie neues Land. Aber ich brauche kein neues Land. Sagt dieses Spiel wirklich ernsthaft hier zu mir? Hey, Hixun, sieh zu, dass du Land gewinnst! Okay, das hier war jetzt echt der schlechteste Witz aller Zeiten. Aber
Wir haben schon wieder ein Abwasser- und ein Wasserproblem. Ich würde sagen, den nächsten Wasserturm stelle ich mal hier hin, in der vom Industriegebiet. Obwohl, ich stelle ihn doch ein bisschen weiter weg, ansonsten. Denn wie ihr sehen könnt, die Industrie verträgt das Wasser. Ansonsten fördert ihr noch verdrecktes Wasser. Und davon werden die Sims krank und ziehen weg. Also eigentlich wie in SimCity. Und wir bauen natürlich Stromleitungen, damit da noch angeschlossen ist. Und jetzt brauchen wir noch ein Wasserrohr. Und ich würde sagen, damit wir hier nicht diesen kleinen Creek, den Creek der Sterne, noch überlasten, baue ich das einfach hier hin, dass direkt hier in die See jetzt mehr fließt. Das Meer von der Erde, das wird ja auch immer dreckiger. Und es gibt schon wieder jemand, der das Nichtraucherverbot lobt. Was ich doch sehr komisch finde. Es wundert mich, dass noch kein Daniele getwittert hat: Ich habe keine Zigaretten, ich sterbe, scheiße. Okay. Das hier war dann Folge 9. In Folge 10 werden wir natürlich gucken, dass die weiteren Industriegebiete hervorragend mit Polizei und Autos so ausgerüstet werden, damit diese weiter sich verbessern können und Arbeitsplätze für gebildete Bürger schaffen. Außerdem werden wir uns natürlich weiter um das Gewerbegebiet kümmern. Nun denn, hiermit verabschiede ich mich für diese Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao.